Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Quest. Wieder mal mit der guten Emily. Hallo, ihr schönen Leute da draußen. Euer Noob Girl ist wieder am Start. Ja, so, wir sind jetzt in Welt 3.1 und wir erkunden sie einfach direkt. Ja. Oh. Du kannst keine weiteren P-Stände tragen, falls du noch kannst du schaffen. Recyceln! Warte, lass uns mal gucken. Boxerweiterung, was eine Boxerweiterung ist? Ja, wir müssen im Supermarkt das kaufen. Okay. Wie viel kostet das dann? Bestimmt pro. Oha! Aber was ist der Unterschied zwischen der Pokémon-Box-Erweiterung und der Steinbox-Erweiterung? Steinbox ist wahrscheinlich die. Pokémon-Box-Erweiterung ist für die Pokémon, die du hast. Ah. Und wir brauchen aber eine Steinbox-Erweiterung. Willst du das riskieren? Oder wollen wir lieber die recyceln lassen? Dann kriegen wir nicht P-Gutscheine wahrscheinlich dafür. Ich würde vorschlagen, dass du sie lieber recyceln lassen, ne? Okay, die Box kommen wir trotzdem früher oder später. Da hast du recht. Also lass mal recyceln eine Runde. Okay, weil wir so umweltbewusst sind. Recycling! Okay, recycle! Also das zum Beispiel. Nee, es wird im Klick auf das Recycle-Zeichen. Ja. Oder? Achso. Ah. Ja, wir schmeißen es einfach nur weg, wir kriegen dafür gar nichts dann. Ah! Ja komm, die 50er kannst du auf jeden Fall wegschmeißen, 60er auch. Und 61? Ja. Und das 69er beim Herz kannst du auch wegschmeißen. Und das 73er. Du bist aber auch ganz schön verschwendet. Und das 83er. Junge Dame, 83, 86 haben sie. Ja, 86. Ja, kann man auch wegschmeißen. Ja, ja. Ah. Guck, wir kriegen dafür zu. Ich sag's noch, wir kriegen was dafür! Na, immerhin, dann können wir alle wegschmeißen. Nein, um Gottes Willen. Warte, auf der zweiten Seite, auf der zweiten Seite! Ja, okay. Klick, klick, klick. Läuft. Piep, 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 ich hab piep, piep. So, aber wir brauchen die große Box trotzdem irgendwann. Ja, vielleicht sollten wir die. Nein, nicht jetzt. Jetzt? Nein! Jetzt? Nein! Ja. Okay, kaufst du. Die kriegt niemals die Dekoartikel, die ich nee, wir müssen ja. Mein Pikachu, wo bist du? Wir müssen sie ja nicht sich kaufen. Diese Pikachu-Couch, auf die ich schon seit Ewigkeiten warte. So, gut. Jetzt geht's weiter, weil gerade lief Musik im Hintergrund und da wir nicht wollen, dass das Video gleich gesperrt wird, mussten wir warten. Danke, Schwester. So. Es ist deine Schwester. Los geht's. Oh, aber hier muss man sagen, also es sieht auf jeden Fall schon. Oh, Carpadors, die dürfen nochmal. Oh mein Gott, diese armen Carpadors. Wenn die noch Platscher können, dann können die eh. Wow, nichts. Das war jetzt unglaublich schnell. Ja, Carpadors. Ach, stimmt, wir sind ja erst bei 1100, da geht's ja gegen. Ich würde gerade sagen, wir sind jetzt noch am Anfang, das wird das Spiel. Wenn dann später ein Carpadors kommt, dann ist das Ganze um einiges schwieriger. Du weißt ja die Weiterentwicklung von Carpador. Leather Pants, auf geht's. Hörst du mir überhaupt zu? Ja, ich höre dir zu. Was hab ich gesagt? Ich weiß nicht. So, schon. Naja, solange ihr mir zuhört, ist alles in Ordnung. Es tut mir leid, ich war so darauf konzentriert wieder, dass welche Attacken Marco gerade benutzt, dass ich. Was ist das? Ah, die hatten wir am Anfang. Lecker. Ah ja. Hat mir, glaube ich, noch nicht. Das, die haben jetzt gerade gar nichts gebracht, der Sand schon wieder. Na und? Jetzt kannst du es benutzen. Besser nichts als gar nichts. Ja. Tackle! Oh, da sind noch welche. Ja. Und wie heißen die? Oh Gott, wie heißen die? Perfekt. Noch nicht hingeguckt, sind die auch Fleckmon? Ne, das ist nee, Goldini, so glaube ich. Ja, das sind diese Goldfischdinger. Noch mehr Goldini. Ja, Goldini. Perfekt! Okay, Angriffszeit überstanden. Auf zur nächsten. Was ist das? Oh, Lamus. Also die Weiterentwicklung. Ja. Ah. Oh, Marco! Wusste! Ein bisschen Eindruck schinden, bevor der Kampf losgeht, damit die ein bisschen Respekt haben. Ist ja nichts Neues. Aber die Welle ist wieder starten. Sandsturm! Wo ist? Sandsturm! Na, also. Oh, das ging ja schnell. Ja. Ja, da sieht man, dass unsere Pokémon schon gut gelevelt sind. Ja! Wir haben ein Gold-Item bekommen! Endlich! Das können wir dann unserem Sammler geben. Oder besser gesagt, wir geben unserem Bieter rein. Ja, nice! Was kann der? Hat eine Volltrefferschaden, Erholungszeit nach dem K.O. und Geschwindigkeit wird aufgebessert. Das ist sehr gut. Auf jeden Fall mit reinnehmen. Auf jeden Fall. Oh, die Suppe ist fertig! Okay. Unsere Suppe wartet. How did you see that? Because da unten hat's geleuchtet. Auf zur Basis!
ein bisschen zu. Yummy. Bitte, jetzt muss was Besonderes kommen. Das ist aber immer nur eine Kupo-Suppe. Wir brauchen endlich die neuen. Ja, aber ich weiß nicht, wie wir... Oh ja, ich glaube, es ist ein Pikachu. Echt? Nein. Pipi. Nein! Was ist Pipi, die Weiterentwicklung von? Oh, Level 15. Nee, nee. Oh, was hat Pipi? Hat zwei Angriffe. Einmal wieder anlocken und Walzer. Was Walzer? Der Anwender rollt sehr umher gut und richtet bei getroffenem Schaden in der Umgebung Schaden dazu. Das ist sehr gut. Ja. Das ist wieder das mit diesen Gegner anlocken und dann... Achso, oder nee, doch auch nicht. Auch sehr cool. Ob wir Pipi ins Team nehmen sollten? Ja, komm, wir probieren es mal aus. Genau, dann probieren geht über Studieren. Tschüss, Sander. Erfolge! Erstmal Erfolge, bevor du meinen kleinen Sander rausschmeißt. Ich werde Sander immer wieder zurückholen. Du kannst Voltoball mal zurückholen hier. Das wäre auch eine Möglichkeit. Wir müssen aber auch gucken, dass wir ab und an mal die anderen Pokémon natürlich auch aufleveln. Weil allein schon dadurch, dass wir sie mitnehmen, kriegen sie natürlich auch was. Das stimmt, aber dann haben wir keine Chance. Ja, aber hallo, die brauchen wir. Ja, damit du sie wieder verschwenden kannst. Nein, wir werden sie nicht verschwenden. Und Suppe müssen wir aufsetzen. Stimmt. So, machen wir Zufall? Ja, komm. Ich will endlich neue Rezepte. Eine andere Version, aber bevor du draufklickst, bevor du draufklickst. Ich hätte eine Idee, machen wir mal bitte alles weg. Nee. Oder mal nochmal neu zufällig wählen. Weil... Wenn du höhere Items benutzt, die irgendwie was Besonderes sind, vielleicht kommt daraus dann eine neue Suppe. Ja. Vielleicht müssten wir mal das einfach mal ausprobieren. Aber wir bleiben bei alten Systemen. Auf geht's! Marco macht sie alle platt. Hoffen wir mal. Los geht's! Auf geht's! So, Pipi ist vorne mit ihrem Walzer. Das ist sehr gut. Der Wiener Walzer. Bam! Der war schön. Und das sind Quappos? Quapsel. Quapsel, keine Quappos, okay. Ja. Aber Quapsel ist süß und das andere. Und auch nicht wie Hazel sagen würde, Quadrupsi. Ich hätte auch Quadrupsi gesagt. Ich hätte es gesagt. Also ich hätte auf jeden Fall Quadrupsi gesagt oder sonst irgendwas. Warum benutzt ihr jetzt schon einen Attacken? Aber ich dachte Pokémon wäre in der Nähe. Dün, dün, dün. Dün, dün. War ganz schön frech von mir, so, oder? Nimm mal diesen Blitz, den hast du noch gar nicht ausprobiert. Na, Tanz! Jetzt mal danach gleich den Blitz probieren. Noch nicht, noch nicht! Ich weiß, ich weiß. Immer mit der Ruhe. Oh, Tentoxa. Wie Marco einfach die ganzen Pokémon alle schon weiß und ich bin einfach halt der Noob. Aha, sehr interessant. Ich glaube, das hat nicht viel gedauert. Bisschen was hat's gedauert. Mhm. Reden wir uns zumindest mal an. Wow, was für eine Attacke. Und was Marc vielleicht nicht sieht, weil er die ganze Zeit auf den Kampf konzentriert ist, ist und zwar beim Tentoxer steht oben drauf, welche Attacken gerade bei ihm geladen werden. Oh. Oder was für Schilde er jetzt gerade. Er benutzt jetzt gerade so dieses Aquaschild irgendwie, da kann er was er benutzt, was ihn dann davon abhält, dass er ihm auch viel Schaden kriegt. Das ist nice für ihn. Aber er kann trotzdem nichts gegen meine. Aber weil er natürlich die Weiterentwicklung ist, werden wir eines Tages bei uns dann ja auch sehen, wenn wir das dann haben. Hoffen wir mal. Er kann trotzdem nicht meine Gang aufhalten. Das ist ja. Me and my gang. Me and my gang. Me and my gang. Tschüss, der Tochter. Wiedersehen. Pipi ist schon nice. Und Marco kann gleich direkt schon wieder danach aufleveln. Oh, gut. Oh, Samen, ganz knapp. Ganz knapp, aber in der nächsten Runde. Auf geht's! Wir haben schon wieder was mit einer Volltrefferquote bekommen. Das ja, aber ich glaube, wir können jetzt so weitermachen erstmal noch. Bist du sicher? Okay. Keine Erfolge, kein gar nichts verbuchen. Okay, aber ab dem nächsten Mal, okay? Wow, 2300, Boss. Aber es dauert ja noch kurz. Aktive Effekte. No Marco. Das ist, was ist das? Das ist Quadrupsi. Ah! Also nach Quapsi die weiter. Ja, die heißt richtig. Papuzzi? Genau. Oh my god, I'm so good. I'm so proud of myself. Auf geht's, Glut! Ein bisschen Walzer. Bisschen Wiener Walzer. Und jetzt ist gerade nicht da. Sehr gut. Mit Kabardos.
kann doch nicht gegen Ernst sein. Doch, jetzt Blut. Auf in der. Walzer, auf geht's mit dem Walzer. Und Tackle, Tackle, Tackle. Da nur ein Dart, Mann. Ja, das war jetzt nicht. Ja, Blätterpanzer, check uns doch. Ja. Ist doch Jacke wie Hose. Aber seine ist ja direkt. Oh, was hab ich gemacht? Du hast schon wieder was aufgelegt. Wo? Nein, was war Anton. Sag immer, wohin genau. Das ist das andere. Das ist immer Team Rocket. Ihr habt euch immer verwirrt. Ja, ich meine. Sie sind beide hochintelligent auf jeden Fall. Jetzt hast du. Hau rein, bleib dran. Nach will ich Tackle nehmen, weil sie so nah dran war. Jetzt nicht. Jetzt will ich Blättertanz nehmen. Blättertanz! So, das war's dann erstmal. Nee. Wow, Entoron. Nice. Und das ist die Weiterentwicklung nach Enton? Absolut. Die letzte oder die zweite noch? Es gibt nur zwei. Also, vielleicht ist es bei den neuen Pokémon wieder eine dritte, aber bei den 850 Pokémon gab es nur Enton und Enteron. Oh, aber es hat dann bestimmt sehr lange gedauert, bis aus Enton Enteron wurde. Nö, aber wie lange, das weiß ich nicht mehr. Also, das war eine normale Entwicklung. Du bist fast fertig. Also, du hast ihn fast. Es gab auf jeden Fall mal eine lustige TV-Episode, wo Misty gedacht hat, die Enton hätte sich entwickelt. Und dann war es aber ein fremdes Enteron. Oh. Und sie hat natürlich dann die Besitzerin gewusst. Keine Ahnung mehr. Sie war auf jeden Fall erst enttäuscht, aber hat sich dann später doch gefreut, dass sie Enton zurück hatte. Hm. Ente gut, alles gut. Mir war so schlecht. So, jetzt aber. Was? Bevor du weitermachst, auf Erfolge und das Team nochmal aufboosten. Ja, Attackenprofi! So. Jetzt irgendwie aufboosten. Wir wollen doch gewinnen. Glanzvoll. Tun wir doch bis jetzt noch. Stimmt. Aber trotzdem. Oh Mann. Beim Boss, okay? Recyceln. Oh. Ha! Ja! Nein, ich würde nicht recyceln. Geh erstmal aufs Team und oder du holst die Boxerweiterung. Ja, hol die Boxerweiterung. Oh, wir können sogar nochmal mehrmals machen. Jetzt können wir erstmal für 40 weitere machen und dann haben wir 40. Wir können sogar bis 300 machen! Ja. Läuft! Aber die anderen heben uns aus und haben wir gar keine PS-Gutscheine mehr. Ja, das stimmt. So. Erfolge! Und willst du nicht gerne Pokémon? Vom Boss, wie gesagt. Vom Boss. Pokémon. Erster Einkauf. Sie ist ja nur 45 bezahlt. Wir haben gleich einen Gutscheincode bekommen. Das nächste Mal. Okay. Okay. Ich bin mal echt auf die nächste Welt schon wieder gespannt. Ich auch. Aber jetzt sind. Weil jetzt ist so Ödland so ein bisschen. Uff geht's. Terminator. Oh, was ist daneben, ne? Was? Ah, das sind Lamos Muscheln. Und Muschers. Lamos ist wahrscheinlich das Große und Muschers sind die Kleinen. Genau. Okay. Das hast du voll gut erkannt. Wow. I'm so proud of myself. Ich glaube, ich werde demnächst auch mal den Pokémon-Song lernen. Echt mal, dick da, wie du warst, wie bist du auf Laura, Pratz, Igitar, Tapsi, Gold, die Pizza, Trago, Hanebola, Primita, Amtama, Quapos, Metro. Plutexo, Shellog, Mutant, Toxa, Aero, Dactyl, Ammonita, Swagmon, Taubos, aber Leute, das war's. Ich hab natürlich auch die Pizza, die fehlt natürlich noch einige. So. Hey, Marco. Ich bin doch dabei, ich kann nichts machen. Mach Blätterfans. Ich kann kein Blätterfans machen. Mach es jetzt. Muschers. Muschers ist ganz schön hartnäckig. Jetzt ist Muschers weg. Mehr Pokémon. Aber mehr Pokémon Musik. Weltanz, Blut, Walzer, Walzer, Walzer. Tackle, Tackle, Tackle. Walzer, Walzer. Blut. Mehr Pokémon gesichtet. Ja, der ist dran. Du hast gesagt Blut. Weil ich dachte, du wärst leider dran. Ja. Jetzt Wasser! Yeah. Ein unnötiger Walzer, der hat auch Spaß gemacht. Oh, wow, was ist das? Lamos. Weiterentwicklung. Austos. Ja. Ja, Weiterentwicklung von Muschers. Ah, die zweite oder die letzte? Die zweite und die letzte. Also auch wieder auf die ersten 150 bezogen. Inzwischen gibt es ja viele Pokémon, wo einfach was Neues dazugekommen ist. Glut. Wirklich ist es gerade angegriffen worden, deshalb war das ist ja jetzt auch so gefährlich. Jetzt Glut, benutze jetzt bevor sie wieder angefroren wird.
Ah, es hält ihn sozusagen davon ab, eine Attacke zu machen. Oh, war nicht so schlecht. Ist fast dran. Gib ihm. Den letzten. Erledigt. So, und jetzt leveln wir unsere Pokémon nochmal auf vor dem finalen Kampf. Mhm. Aber ich glaube, es müsste passen. Trotzdem machen wir es natürlich. Ich würde es trotzdem machen. Und haben wir jemanden aufgelevelt? Oh, Bisasam! Ja, es ist fast Level 12 sogar schon. Der ärgert uns immer. Wow. So ein bisschen fehlt jedes Mal. Mhm. Aber Marco will ihn einfach nicht austauschen, das wird ihn immer geben. Er wird immer unser Anfangs-Pokémon sein. Also erstmal Erfolge verbuchen. Erfolge verbuchen. Ja. Eisbrocken. Ja. Und die 88 unten, weil er braucht nicht so viel Leben. Warum? Lieber ein bisschen mehr Angriff, dass er ein bisschen mehr Angriff hat. Ich will das Pipi jetzt mehr Angriff. Nein. Und dann, Marco, wir haben doch noch die anderen Steine alle. Ist mir egal, Pipi braucht Leben. Jetzt auf, setz jetzt die Kinder, Kraft. Ich muss mich jetzt durchsetzen. Wie soll das für YouTube Deutschland wirken, wenn ich mich von einer Frau umkommandieren lasse? Das geht nicht. Dann bitte ich dich ganz lieb darum. Bitte setz den Kraftstein ein, weil wir haben noch die anderen Härtesteine, auf denen auch noch andere. Die sind doch besser, da sind doch noch andere Funktionen drauf. Da können wir doch. Glaub es mir, Marco. Das können wir so lassen. So. Nein! Bitte, Marco, mach's einfach mal drauf und dann gucken wir gleich die anderen. Klicken wir auf die anderen Härtesteine erstmal. Welche anderen? Auf den 107er und auf den, den 97er. Du kriegst eine Volltrefferquote, eine höhere und. Nein, nicht den daneben. Und du kriegst sogar noch eine K.O.-Quote. Ja, aber wenn Pipi so viel Leber stirbt, Pipi gar nicht erst. Dann nimm aber trotzdem, was er wenigstens ein bisschen Angriff kriegt. Wir haben doch hier Angriff. Aber nur 206, die anderen haben alle doppelt so viel. Ist doch egal, Pipi ist unsere Lebensversicherung. Ich hasse dich, ich geh jetzt in Abgrundzone. So. Ich bleib jetzt hier unten. Solange bis du es änderst. Ich hab's geändert. Hast du nicht, ich seh's. Ich hab's wirklich geändert. Du hast es nicht geändert. Tu es! Wenn ein Pokémon. Tu es! Ich bleib sonst hier liegen! Schnell, unser finaler Kampf beginnt. Ich bleib hier liegen. Gib dir Mühe. Nein. Pokémon gesichtet. Och Manu, Marco. Ja. Voll uncool von dir. Ich weiß. Und Pipi ist irgendwie schwach, den hätten wir aufnehmen können. Was bringt dir, wenn das Pokémon viel Leben hat, aber dafür keinen Angriff machen kann? Viel, weil die anderen gute Angriffe machen können. Aber wenn es ausgewogener ist? Ist ja ausgewogen. Kann vielleicht einen Tackle nehmen, ist ja der letzte. Oder ein Walzer. Tschüss. Und einen Tackle. So. Tschüss, Quattrupsi. Auf zum nächsten. Yes. Okay, Tackle. Blut und Tackle. Walzer. Tackle. Tackle Chance. Blut! Tackle, nicht mehr der Tag. Tackle! Mehr! Ich glaube, diesmal wird es sehr lange dauern, bis ich durchkomme. Deshalb muss man gucken, dass man so viel Sport wie möglich. Wie kommst du da auf? Ich weiß nicht, wenn du Marco bist. Ich eben. Blut reicht. Auf. Hau rein. Nochmal. Nein, Tackle, lieber Tackle! Boah, du hast für den Tackle einen 800er kassiert? Nice. Tackle. Blut, Tackle. Wieder Walzer. Nochmal Tackle. Damit gibst du ihm. Ja, aber damit gibst du ihm gleich einen Schuss. Ein Schuss? Pokémon gesichtet. Oh, Enteron ist dabei. Mhm. Und wie viele Goldins? Goldinis. Dieser Goldinis. Goldinis. Hau rein. Wer tanzt? Und jetzt Tackle. Also danach dann. Walzer. Tackle. Ja, hier ist Enteron erledigt. Tackle. Ah, ist halt überstanden. So, jetzt sind wir schon beim Boss. So viel zu, es dauert länger. Ja, ich dachte, es dauert länger. Was jetzt kommt? Quapo? Ja. Aber so ein großer. Nice, Quapo. Ich liebe Quapo. Also ist das jetzt die Endform? Ja, das ist die dritte. Also warte, jetzt hatten wir Quapsel, ja. Quapuzzi und Quappo. Richtig. Oh mein Gott, ey, gelobt werde das Imli. Naja,
Okay, tut mir leid. Ich bin einfach unendlich. So, jetzt aber nur Tackle. Da kriegst du einfach mehr. Nee. 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 Auf, mach dein Walzer. Tackle, Tackle. Nee. Ja, weil der Blätterfass jetzt so viel gebracht hat. Ja. Die Leute. Tackle hätte genauso viel gebracht, weil er die weggeschubst hat. Entschuldigung. Dieser Mann. Ja, jetzt bist du eh geblockt. So. Strafe muss sein. Was hat dir der Walzer gebracht? Ich sehe es doch nicht, weil ich auf die Attacken gucke. Mach Tackle. Tackle. Jetzt mach Tackle. Ja. Hör nicht auf mich, Marco. Hör nicht auf mich. Hör doch auf dich. Nein, tu es nicht. Okay. Ist vielleicht doch besser so. Blut. Ja. Er hat ihn weggeschlagen, da kann ich jetzt gar nichts dafür. Ja, aber hast du es gesehen? Das war dein eigenes Unvermögen. Du bist selber schuld dran. Du bist schuld dran, so. Ich bin gar nicht schuld dran. Ich versuche dir zu helfen. Ich habe Quavo besiegt. Ah, ich habe Quavo besiegt. Ja, das geschieht dir recht. So. Ja. Wieder Items bekommen. Und dann ist der Boss aber in den Partys an der Stelle. Und beim nächsten Mal geht es dann wieder mit mir weiter. Ja. Du hast die Statue des Wohlstands gefunden. Ab jetzt halt alle Pokémon bis Level 15 mehr Erfahrungspunkte durch Erkundung. Wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat. Oh, wir haben eine weitere Statue gefunden. Das ist jetzt die dritte. Das ist die Statue des Wohlstands. Die Statue wurde in der Form von Dodo gemeißelt. Es scheint, dass Dodos Vitalität mit erfolgreicher Erschließung und Wohlstand in Verbindung gebracht wurde. Erkundung dieser Umgebung scheint abgeschlossen zu sein. Suche nach den neuen Gebieten wird gestartet. Währenddessen werden Informationen zum Legendenreich abgerufen. Nachforschung zum Legendenreich erfolgreich. Das heißt, dass es sich um einen Ort tief im Inneren der Insel handelt, den noch nie zuvor jemand betreten hat. Piep, 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 tut, 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 klick. Was ist los, Pokébi? Die Statuen sind der Schlüssel zum Legendenreich. Wenn du die vielen Statuen dieser Insel sammelst, werden sie dich zum Legendenreich führen. Wow. So, und das Gebiet schauen wir uns dann das nächste Mal an. Und ja, jetzt gucken wir noch kurz, was für Erfolge haben. Zickzackfluss. Oh, wir haben einen Kochtopf. Ah, dann können wir endlich mal neue Sachen kochen. Ja. So. Das werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Genau. Wir hoffen auf jeden Fall, dass euch Spaß gemacht hat und dass ihr auf jeden Fall wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao.